Der Empfang und die Informationsdienste bekommt der Besucher beim sogenannten Casa del Turista in der Via Roma im Herzen des Ortes. In der Vergangenheit fungierte das Gebäude als Lagerhaus für die Ernte und die Verarbeitung von Tabak. Das Haus des Touristen bietet den Besucher die Möglichkeit, dem kulturellen Erbe der Gemeinde Milpignano nachzugehen. Man kann eine Führung durch die Ortsmitte buchen und Informationen und Kuriositäten über das Gebiet sammeln. Der Raum ist gemütlich und im Inneren werden verschiedene kulturelle Aktivitäten und Konferenzen organisiert. Darüber hinaus kann man im großen Saal eine alte Turmuhr bewundern, die kürzlich restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.